Norbert? Norbert? Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Ich dachte, es geht um Fledermäuse. Da habe ich wieder nicht richtig zugehört am Telefon. Tut mir sicherlich leid. Genau. Aber Entschuldigung. Also ich habe langsam das Gefühl, das Wort Jimmy wird hier im Haus zum Schimpfwort. Es hätte aber auch genial werden können, weil heute ist Halloween. Können wir denn über Fledermäuse mal reden? Können wir mal reden. Ist jetzt aber auch ein sensibles Thema mit Fledermäusen, würde ich sagen. Ja, momentan. Auf alle Fälle, ja. Deswegen heute die Softform Fledermausfisch. Ich habe ihn noch nie gesehen. Du hast ihn noch nie gesehen. Und du denkst, dass das ein saumäßig interessantes Thema ist. Und deswegen zeig mir doch einfach mal, wo der ist. Ja, dann komm mal mit. Ich bin direkt hinter dir. Boah, nicht so schnell. Ich dachte, du wärst hinter mir. Du bist einfach viel zu schnell. Ah, oh, Praktikanten. Jo, aber ich gebe mein Bestes. So, okay, hier sind wir. Da sind wir. Das ist das Fledermaus-Aquarium. Okay. Trommelwirbel. 3, 2, 1. Da. Oh, da freuen sich die Zuschauer aber. Das hat ja super gut funktioniert. Der Fledermausfisch ist noch gar nicht da drin. Wo denn? Das ist das Aquarium, wo er reinkommt. Ach so. Den haben wir gerade neu gekriegt. Der wird hier gerade eingewöhnt. Ach so. Und der kommt jetzt ins Aquarium. Haben wir jetzt schon seit fast 2 Stunden diesen kleinen Schlauch am Laufen. Diesen Schlauch, okay, spannend. Und lass mich raten, da kommt Wasser aus diesem Aquarium. Kommt Wasser aus dem Filterbecken, was mit dem Aquarium zusammenhängt. Okay. Und dadurch haben wir über 2 Stunden den an unsere Wasserwerte gewöhnt. Aha. Jetzt kennt er unser Wasser, hat auch die gleiche Temperatur. Was hat das jetzt für eine Temperatur? Das hat also ungefähr 25 Grad. Wichtig ist aber, dass die Wasserbeschaffenheit identisch ist. Und das haben wir über das Reintropfen jetzt geschafft. Okay, spannend. Das heißt, wir werden die Zuschauer jetzt nicht länger auf die Folter spannen, sondern den Fledermausfisch fliegen lassen. Der Fisch kann doch nicht fliegen. Wenn ich mir jetzt was vorstellen darf, er ist grau, hat Flügel. Und so lange Zähne. Lange Zähne. So ungefähr so wie deine Brille von eben. So ein Vampirfisch, oder? Ist er überhaupt nicht. 3, so, und Jimmy arbeitet. Da ist er. Okay. Wir haben einen schwarzen Fisch, der Lust hat, in etwas Größeres zu schwimmen als diesen Styroporkarton. Wie machen wir das jetzt? So, ich nehme jetzt den Fisch vorsichtig in den Kescher. Das ist also ein ganz feiner Kescher, wo also nicht verletzt wird. Okay, spannend. So, und dann nehme ich den jetzt ganz vorsichtig raus. Ja. Geht da so vorsichtig unten runter. Aha. Jetzt ist er schon alleine reingeschwommen. Okay. Jetzt will er natürlich nicht im Kescher sein. Genau. Und jetzt heben wir ihn da ganz vorsichtig im Aquarium rein. Okay. Da kommt er. Und lassen ihn dann da rausgleiten. Da ist er. Wow. Da ist er. Der ist riesig. Also das Aquarium ist natürlich viel zu klein für die langfristige Halterung von dem Fisch. Okay. Wir haben den aber bekommen. Der ist also vom Kunde bestellt. Und wir möchten ihn nicht in ein Aquarium reinsetzen, wo jetzt ganz viele große Fische drin sind, sondern der soll hier 1-2 Tage alleine stehen, fressen. Und sobald er frisst, werden wir den Kunde anrufen und dann holt er den ab. Und hier in dem kleinen Aquarium können wir wieder relativ leicht entnehmen, fast so wie im Styroporkarton. Okay. Ich sag mal, so 2000 Liter sollte so ein Aquarium schon haben, damit er sich auch auf Dauer wohlfühlt. Beobachten ist ein gutes Schlagwort. Wir gucken uns den Fisch jetzt erstmal an. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Was ein schöner Fisch. Ne, wirklich. Echt ein schöner Fisch. Hammer. Aber wo ist da jetzt genau die Fledermaus? Der schwebt vielleicht so geräuschlos durchs Meer wie eine Fledermaus durch die Luft. Okay. Der Name ist übrigens nicht von mir. Deshalb. Ich muss aber sagen, dass der Fisch sehr, sehr, sehr neugierig ist. Er schwimmt sehr viel rum. Dadurch, dass wir jetzt schon so viele Fischvideos gemacht haben, fällt einem natürlich auch so ein bisschen mehr auf, welche Fische jetzt eher so schlaftablettenmäßig unterwegs sind. Also der Fledermausfisch, da ist ein Fisch, der auch in der Natur überhaupt gar keine Angst hat, kommt natürlich normal in der Natur in großen Schwärmen vor. Und wenn man als Taucher im Riff ist und da kommt so ein Fledermausschwarm vorbei,
dann kommen die und die zupfen an einem und die gucken einen so ins Auge und sind total interessiert und total relaxed. Wir haben ihn ja gerade erst reingesetzt. Fast jeder andere Fisch wird in die äußerste Ecke krauchen und sich verstecken. Nee, hat er gar nicht. Er guckt jetzt erstmal, was ist denn hier los? Und scheinbar guckt er uns die ganze Zeit hier beim Filmen jetzt so. Norbert, du hast gesagt, du hast eine eigene Story irgendwie zu dem Fisch. Ja, eine Story, aber eigentlich ein bisschen trauriger. Als ich so vor 42, 43 Jahren in Singapur war, da bin ich mit Fängern rausgefahren in die Korallenriffe und haben ja da Tiere entnommen für uns Aquarianer, aber natürlich auch, was für mich viel wichtiger war, Tiere beobachtet, wie sie sich verhalten. Früher hatte man das Wissen nicht. Und da schwamm vor Singapur, konnte man regelmäßig große Schwärme von diesem Platax pinnatus, also den Rotsaumfledermausfisch sehen. Und dann wurde also der Flughafen in Singapur gebaut. Und die haben dann einfach nur Erde ins Meer geschüttet. Davor war ein riesen Korallenriff. Und haben einfach dieses Korallenriff zugeschüttet und dann anschließend obendrauf einen Flughafen gebaut. Und vom Jahr da drauf gab es den Platax pinnatus nicht mehr. Aber die sind also nicht nur in Singapur, die fangen also schon an. Man entdeckt die schon ab Indien, aber dann auch bis Australien, bis zum Barrier Reef. Das heißt, sie haben ein riesengroßes Verbreitungsgebiet und scheinbar gibt es noch genügend Tiere davon, dass wir auch mal einige der Natur entnehmen können. Ganz wichtig ist ja, wir schaffen auch Wissen. Und Aquarianer sind die, die das meiste Wissen über die Fischtierwelt der Welt zusammengetragen haben. Und heutzutage schaffen schon Aquarianer, diesen tollen Fisch zu züchten. Jetzt weiß man, wie man ihn hält, wie man ihn züchtet, was er alle braucht. Und nur wenn wir das alle wissen, haben wir auch eine Chance, die Welt irgendwo zu erhalten. Denn wenn man keine Ahnung hat, was mit dem Fisch passiert und irgendein Riff ausgestorben ist, kann der Fisch dieser Art gar nicht weiterleben, dann wäre heute möglich. Aber jeder Aquarianer ist ein kleiner Forscher. Der will ja wissen, wie er den hält, wie er ihn richtig pflegt und. Und so die hohe Kunst ist natürlich züchten. Und Meerwasserfische galten vor 20 Jahren noch alle als unzüchtbar. Vor 40 Jahren hat man gesagt, wer eine Koralle länger als ein Jahr am Leben hält, der ist der König unter den Aquarianern. Heute ist das ganz anders. Wer ein Jahr Korallen hat, hat meist schon Ableger zum Abgeben, weil die sich so prima vermehren. Da ist nicht nur Raubbau, sondern das ist Wissenschaft, das ist Fachwissen. Das wird über Filme, über Bücher verbreitet. Internet, muss ich sagen, ein bisschen fraglich. Auf eine Frage kommen 100 verschiedene Antworten und keine ist richtig. Aber es gibt heute ganz viele Möglichkeiten, sich das Wissen anzueignen. Und das haben Aquarianer geschafft. Und wenn aus so einem Schwarm von 1000 Tieren 1, 2, 3 weg sind, dann haben wir vielleicht irgendeinen Zackenbarsch das Frühstück weggenommen. Aber dafür ein Wissen geschafft über ein Stück Natur, über ein kleines Stück unserer Welt, was sicher ganz, ganz wichtig ist. Also zu diesem Fisch, zum Fledermausfisch. Moment, warte. Rotsaum. Rotsaum-Fledermausfisch. Ist ja rot gesäumt, kann man behalten. Auch haben wir ja manchmal, dass der deutsche Name völlig abwegig ist zu dem, was jetzt der Fisch kann. Jetzt war der lateinische Name, hilf mir. Platax pinnatus. Genau. Und jetzt haben wir auf Englisch folgende Namen für diesen Fisch. Aha. Badfish, Butterflyfish, Dusky Badfish, Leaflish, Longfin Badfish, Pinnate Badfish, Pinnate Spadefish, Red-faced Badfish, Red-faced Badfish, Shaded Badfish, Sunfish, Turbot, Longfin Badfish. Ich fahre eine Pause so lange. Komm dann wieder. Genau. Ich glaube. Ja, okay. Bist du fertig? Also ja, das, was du fertig erzählt hast, Jimmy, das war nicht langweilig. Das waren all diese englischen Namen, die dieses Tier hat. Und es ist natürlich auch wieder das Wort Fledermaus drin, weil Bat gleich Fledermaus. Batman. Aber das wäre wirklich im Batcave von Batman wäre das doch ein super Fisch. Würde sich super, super da drin machen. Warum Fledermausfisch? Ja, Fledermaus ist ja nur dieses Schweben. Eine Fledermaus hat auch sehr große Flügel. Und eine Fledermaus schwebt ja geräuschlos durch die Luft. Und der macht einen Eindruck, als wenn er schwerelos quasi durchs Wasser fliegt. Absolut. Norbert, diese langen, ausladenden Flossen, ja, sollen sich bei Jungtieren von Alttieren unterscheiden. Fallen die dann ab oder wie ist das dann? Nee, die wachsen nicht so in der Geschwindigkeit mit
wie der Fisch wächst. Der Fisch wird so 60 cm groß. Dann sind aber gefühlt vom Foto her die Flossen nur noch ein Drittel der Größe. Aha. Also der Körper wächst zwei Drittel mehr, die Flossen wachsen ganz langsam. Norbert, wie hoch müsste denn ein Becken sein bei einem 60 cm hohen Fisch? Also gefühlt dreimal so lang. Ja, mindestens. Hoch. Das heißt also mindestens so hoch. Moment, ich gehe mal zurück. So hoch sollte das wirklich. 1,80, 2 Meter. Das wäre so das richtige Maß. Die Breite spielt eigentlich nicht die große Rolle. Ich sag mal 70, 80 cm Breite reicht. Der ist sehr wendig, der kann prima die Kurve nehmen. Aber dann würde ich ihn noch mal mindestens 4 Meter, 5 Meter Länge geben, dass er auch mal schön schwimmen kann. Weil wenn man ihn gerade in der Gruppe hält, sieht natürlich toll aus, wenn der ganze Schwarm als Gruppe 4, 5 Meter zieht. Was heißt Gruppe? Ja, Gruppe sind bei mir so ab 5 Stück. Geht natürlich mit ähnlich schwimmenden Fischen, kann man den auch einzeln dabei vergesellschaften, weil er nicht in einer quasi Ein-Ehe lebt, sondern er ist ein Gruppentier und er schließt sich dann auch, wenn er so einzeln ist, einer anderen Gruppe an. Und er ist jetzt nicht gefährlich für andere Fische im Aquarium, oder? Gefährlich ist er gar nicht, der ist ganz friedlich. Der hat ja im Verhältnis ein sehr kleines Maul und frisst dann alles an kleinen Lebewesen. Also quasi ist er ein Allesfresser, frisst nicht Fisch. Klar, wenn so ein kleiner in die Schnauze kommt, dann ja, kleine Fische, kleine Garnelen, ja. Aber normal ist er nicht aggressiv, ist kein Raubtier, sondern ist ein Friedfisch. Norbert, die Flossen, ne? Der hat schon verdammt viele Flossen. Eins, ja. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Flossen. Ja, das sind also hier die Brustflossen, die kleinen, die transparenten. Die kleinen, die hier. Ja, und unten ist also auch zwei weitere Bauchflossen, ja. Die dienen natürlich zum Lenken, zum Steuern, damit er gut durchs Riff kommt. Und warum ist der jetzt so schmal und lang? Was macht das für einen natürlichen Sinn? Der passt natürlich so im Meer zwischen Seegrasfelder, kann er so schwimmen. Und durch dieses Wedeln der Flossen fällt er in großen Algenfeldern, fällt er gar nicht auf. Der sieht aus wie das Laub, was da steht, eben dieses Algenlaub. Ja? Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann meldet euch beim Jimmy. Ruft mich an. Jimmy hatte vorher keine Ahnung und hat auch nichts behalten, aber ihr könnt ihn ja mal Fragen stellen. Und wir verabschieden uns. Alles klar, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss, Jimmy, ich hau ab. Ade. So, die lege ich dem Norbert dann schon mal hier hin und nehme auf seinem Thronplatz, so wie er es gesagt hat, um eure Fragen zu beantworten. Also, ich heiße Praktikant Jimmy bei Instagram. Wenn ihr wollt, abonniert mich, stellt mir Fragen. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen, die Glocke direkt mit da machen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und die letzten beiden Videos hier unten waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.